Ja, Freunde, willkommen zurück bei Kolat. So, ja, neuer Versuch, neuer Glück, neue Runde. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass ich nicht irgendwo runterkomme, wo ich nicht wieder wegkomme. Weil ich das, zweiter Versuch, also dritter Versuch Aufnahme jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt, das ist jetzt, ist jetzt eine Woche her, seit der letzten Aufnahme. Hier könnte ich, hier komme ich runter. Hier gehe ich wieder runter, hier komme ich auch wieder hoch, genau. Ich habe nämlich, bin auf der anderen Seite runter und deswegen, weil ich sagte, dritte Aufnahme. Die habe ich aber gerade gelöscht, weil ich irgendwie festhing da und ich kam nirgendwo mehr raus. Also, ich bin auf der falschen Seite abgestiegen. So, jetzt müssen wir mal gucken, von wo wir gekommen sind, wo es hier nicht weitergeht. Ja. Das, da war jetzt, da hört man direkt, wie der Sound zu Ende ist. Von den Wassertropfen. Dieses Brummen, dieses Summen. Ich glaube, ich kann den Höhlen, kannst du dich verlaufen. Besonders interessant ist es, wenn du nicht wegkommst. Das heißt, ich muss wieder auf den Felsen rauf, wo ich gerade war. Und dann gucken, ob ich von da aus irgendwie wegkomme. Jetzt gehe ich erstmal hier reingucken. Oh, ich muss mir erst das in die Maus gewöhnen. Ja, da komme ich auch nicht hoch. Pilz, weil das ist diese kleine Pilzgeneration von Pilzen. Generation. Ja, interessant, dass wir am Wasser laufen. Wahrscheinlich ist nur die Oberfläche gefroren und darunter bewegt sich das Wasser. Das kann natürlich auch sein, sonst hätte das für mich keinen Sinn, dass wir auf dem Wasser laufen können, wie Jesus oder Moses oder Krösus. So, hier geht's wieder hoch. Da hinten kann man ja auch nicht weg. Müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Komme ich denn hier wenigstens weg? Versuchen wir es mal. Hä? Wow. What happened? Da war doch gar nichts. Was? Ich bin doch auf dem Stein gelaufen. Was zum Geier? Da schmiert der auf einmal ab, ey. Was ein Schmierenkomödiant, ey. Ich werde nicht mehr. So, warum zeigt er mir das Bild ja von unter der Decke? So. Ja, vielleicht sollte man da nicht lang. Das will ich jetzt aber nochmal wissen. Gibt's doch gar nicht. Na, jetzt ging es auf einmal. Merkwürdig. So, Ausgang in Sicht, das ist gut. Nein, es geht in eine weitere Höhle. Oh, wir haben einen Zettel. Oh, ich krieg gerade eine mega Gänsehaut. So, wo sind wir denn da? Vielleicht, ich will jetzt erstmal gucken. Boah, Alter, ich hab gerade eine tierische Gänsehaut. Heftig. So, warte mal, ich will mal gucken jetzt, wo wir jetzt hier zettelmäßig oder Notizen haben. Ja? Und da ich in irgendwelchen Höhlen unterwegs bin, kann das sein, dass wir... Scheiße, ich habe die letzten Koordinaten nicht mehr im Kopf. Aber ich glaube, wir waren irgendwie rechts unterwegs, vor dem Wald. Meine ich zumindest. Das heißt schräg rechts oben, wo das Anführungszeichen nur umgekehrt ist. Also sieht aus wie ein Turm oder wie ein Leuchtturm oder so was. Diese, genau. Das Ausrufezeichen nur verkehrt rum. Also über diesen Tunnelgegend da oben.
vor dem Wald sind wir ja auch schon gewesen. Da hatten wir diesen schönen Baum, den ich als Thumbnail drin habe. Genau. So, das heißt, unten sind wir vorher gewesen. Und bei dem Türmchen, bei der Brücke. Da. Ja, wollen wir gucken. Also, es ist jetzt ein Ort, wo ich mir jetzt mal einprägen muss wegen dem Zettel. Dann weiß ich, wo das ist. Besonders wenn man dann wieder so eine hübsche Koordinate haben. Ich muss langsam sprechen. Irgendwas freigeschaltet. Höhlenforscher. Hm? Ja, wir sind im Wald. Höhlenausgang. Was? Oh, guck mal, ein Riesentotem. Hat aber. Haben das diese Studenten gemacht? Das hat mich aber jetzt starr gewundert. Ja, hier ist irgend so ein behämmerter Zettel. Der macht die ganze Krach. Den müssen wir jetzt erstmal finden. Warte mal, wo bin ich denn? So, wenn ich könnte zwar rein. Ich, nee, aber ich denke, ich müsste nach draußen. Ich glaube, ich bin genug von der Höhle. Hä? So, mal gucken, wo der Zettel jetzt rumeitert hier. Nehmen wir den. Die menschliche Psyche. Dr. Wojkol. Was? Wojkowski über wahnhafte Störung. Über wahnhafte Störung. Ja. Lesen oder nicht lesen? Was meint ihr? Guckt doch mal das Bild an. Oh, wie toll das aussieht, ne? Das Boot, dem Wasser, alles grün. Also es sieht nach Leben aus, ja? Okay, ich werde das jetzt nicht vorlesen. Ihr wisst, alles klar, Pause und dann könnt ihr das durchlesen. Quäl ich mich jetzt nicht mehr drum. So, haben wir eine Koordinate. So, wir haben jetzt ein Dingelchen aufgehoben, also ein Zettelchen. So, jetzt bin ich, tja, gute Frage, nächste Frage. Da ist jetzt wieder Wald. Jetzt ist halt die Frage, kann auch sein, dass wir unten auf der Karte sind, was aussieht wie eine Brücke, wo wir den Turm haben, also unten in der Mitte, also weg von Stonehenge runter. Und links, da ist nämlich so ein kleiner roter, ich weiß nicht, ob wir den schon hatten oder nicht hatten. Schauen wir mal. Ich gehe jetzt mal nach draußen. Nun frieren wir, haben wir so gut angezogen hier unser Charakter. Da habe ich da gerade was gesehen. So. Sollen wir denn hier runter oder nicht? Irgendwie sieht es ja... da unten bei dem Feuer, aber war... kann wahrscheinlich wieder ein Speicherpunkt sein, ne? Also ein Zelt. Und noch schneller konntest du da jetzt nicht runter, oder? Also warte mal. Hier, Schlucht, ja. Okay. Hm. Ganz schön windig hier. Da oben. Ja. Oh, schön. Wird gespeichert. Geil. Hoho. Bada, bada. Er tut er automatisch, hä? Da können wir doch gar nicht sein. Das haut doch gar nicht hin. Das haut doch irgendwie überhaupt nicht hin. Wir sind lauter Höhlen. Ist das windig. Hier ausgerechnet, hier schlagen wir unser Lager auf. Hier, wo es windig ist. Anstatt da unten in der Höhle, ne? Also man kennt ja heutzutage die Survival-Videos von Bear Grylls und so weiter. Also das jetzt hier oben wäre absoluter Schwachsinn. Vor allem hier zieht es doch rein wie Hulle. Jetzt zeigt mir, dass wir da sind. Das kann doch gar nicht sein. Wir sind mitten im Wald. Ich weiß nicht, wo er hier Stonehenge sieht. Wir sind Höhlenwände umgeben und Steinwände. Also. So, ja. Hier sieht's, diese. Mit den Steinen sieht es nicht wirklich aus, wenn wir hier weiter sollen. Also wir müssen in die andere Richtung. Auf jeden Fall. So, da könnte man noch hoch.
Da unten rein. Die Frage ist, wo gehen wir lang? Ja, da geht der Weg runter von da und führt da dran vorbei. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir da sogar rein. Wenn wir da reinkommen, ist was anderes. So, ja. Na, vom Speicherpunkt her kann das nicht sein, dass wir da sind. Also, naja, okay. Mal hier geht's runter. Nein, wir wollen ja nicht runterfallen. Sehr windig hier. Sehr, sehr windig. Schauen wir uns mal kurz hier oben. Ach, hier geht's wieder in die Höhle rein. Ist ja nur die Frage, waren wir hier schon oder waren wir hier nicht? Wasserfall. Oh. Dein Feuer, ich denke, da sind wir gewesen. Und was haben wir hier? Ja! Nimm mit der Run! Aua! What the? Alter, ey, ich krieg Gänsehaut gerade. Boah, Scheiße, ey. Da bricht der Stein weg. Ja. Hier runter oder da lang? Was mache ich denn jetzt? Da geht es zu tief runter. Obwohl wir so weit gefallen sind, könnte uns da nichts mehr passieren. Aber man weiß ja nie. Das Spiel ist ja manchmal immer ein bisschen tricky. Wir können natürlich auch außen rumlaufen, ne? Warte, ich will erst hier gucken, ob ich hier irgendwo hinkomme. Nee, natürlich nicht. Also das heißt, wir müssen sogar da lang. Das ist gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Das hat mir eine Richtung vorgegeben. Ja, dann machen wir das noch. Oh Mann, ey. Und da oben runter gezimmelt. Aber nett gemacht, muss ich sagen. Diese Anspannung, wenn es zu ruhig ist, wohl. Also, das ist schon gefährlich. Das hat definitiv Gänsehautmomente. Ja. Ach. Das kennen wir doch hier. Das hatten wir schon. Hm. Moment, jetzt wissen wir auch wahrscheinlich dann irgendwann, wo wir waren. Ja, heule, 21,77. Hör mal auf zu heulen jetzt. 21. Das ist hier. Da oben sind wir. Ja. Okay, siehst du? Also doch. Ich sehe hier nur keinen. Mit dieser scheiß Gänsehautkacke auf. Hast du ein bisschen, ja, mal ein bisschen dicks, aber sie ist ja keine Figur. Also wofür haben sie das dann eingebaut, frage ich mich. Und irgendwie habe ich auch keinen Eintrag oder sonst. Gut, jetzt gehe ich natürlich wieder zurück. Ich hätte auch da lang gehen können. Ich weiß nur, wie ich da reinbrechen konnte. Das war wahrscheinlich Absicht. Aber wir haben doch hier eigentlich schon alles. Komm, geh mal schneller, ey. Wir kommen ja sonst nie raus. So, da oben haben wir ein Feuerchen. Ich glaube, hier kann man runter, genau. Nutzen wir das doch mal. Bob, Bob, Bob. So. Wenn das da oben unser Zelt war, müssten wir doch, glaube ich, hier wieder aus dem Tal rauskommen. Ich hoffe so.
So. Sind wir doch irgendwie draußen unterwegs. Aber wo geht's jetzt hin? Ich gehe einfach mal da runter. Da ist wieder Wald. Ist die Frage. Entschuldigung, jetzt bin ich mit dem Kopfhörer da rangekommen, aber weil ich was gesehen habe, draußen am Fenster vorbeifliegen. Jetzt gehe ich mal hier lang. Oh, was ist das? Ich glaube, sind wir schon mal gewesen? Ich glaube nicht. Wir eventuell hier richtig? Davon ist nochmal Zeichen. Ich drücke mal zwischendurch auf die Renntaste, weil sonst, wenn ich den einen durchlaufe. Ah, hier sind. Oh, wir sind hier richtig. Zettel dürfte oben oder drinnen sein. Na. Er dürfte da oben sein. Ja. Oder ich nehme einfach den da. Eine 27-jährige Frau wurde getötet. Der Mörder verstümmelte ihre Leiche. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in einem Haus im Zentrum Moskau die Leiche der 27-jährigen Victoria R. gefunden. Das Opfer wies zahlreiche Verletzungen auf. Die Augen waren stark im Mitleidenschaft gezogen. Ja, genau. Der Täter wurde noch nicht gefasst. Es gibt keine Hinweise auf ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung. Die Wohnungstür und die Fenster waren von innen verschlossen. Victoria war die Schwester der 35-jährigen Jera, die von ihrem Freund Vitali auf ähnliche Weise verletzt wurde. Die Ermittler schlossen aus, dass Vitali für die Tat verantwortlich sein könnte, da er zurzeit in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt untergebracht ist. Sie schließlich jedoch nicht aus, dass Vitali einen Komplizen gehabt haben könnte. Ja, okay. Warum erzählst du mir das jetzt? Kann ich da was sehen? Nein. Da habe ich mir mal echt tolles Let's Play ausgesucht, ey. Ja, eigentlich eher Live Let's Play, aber. Wir treffen ihn auf Wölfe oder auf Bären, weil wir können uns ja nicht gerade wehren. Ich kann ja da oben, kann ich. Ja, wir kommen ja von da oben, aber da ging es nicht weiter. Das heißt, wir müssen hier runter. Was zum Geier? Oh, die Anspannung gerade. Ich kriege so eine abgekaterte Gänsehaut. Da geht's im Wald. Dann gehen wir mal hier weiter. Da geht's auch im Wald. Na toll. Irgendwie sieht es aus, als wenn wir da lang müssen. Ich will aber erst mich. Man kennt das halt, wenn man irgendwo ist, man schaut sich um. Aber ich sehe ja nirgendwo Fußspuren. Von daher. Ich denke mal, ist dann dieses Gejammere und Geheule. Geil, absolut geil. Man sieht sogar die Fußspuren im Schnee und das Geräusch im Schnee zu stapsen. Gut gemacht, vom Soundeffekt her. Klingt sehr echt. Also man hört direkt am Anfang so dieses, wie sie versucht haben, da diesen schrillen Ton einzubauen. Tja, es gibt viele Wege, die führen nach Rom. Jetzt die Frage,
Haben wir den richtigen Weg gewählt? Haben wir den falschen Weg gewählt? Laufen wir wieder im Kreis? Hey. Gute Frage, nächste Frage. Das heißt, ja, wir können natürlich da lang gehen. Wir können da lang gehen. Wir können auch wieder zurückgehen. Das ist so, ich will gerade denken, ich brauche irgendwas, wo man sagt, wir sind hier richtig. Vor allen Dingen, ich sehe auch nicht mehr diesen roten Turm, diesen Sendemast oder was das war. Eigentlich wollte ich darauf zusteuern, aber ich sehe kein Mast, kein rotes, nichts mehr. Das ist weg.